Hallihallo, hier ist wieder Papa Noob und es geht weiter mit The Legend of Zelda, The Wind Waker HD. Diesen Dungeon haben wir hinter uns gebracht und der hat ziemlich lange gedauert, waren ein paar Parts. So, und jetzt habe ich im letzten Part leider ein bisschen schnell drüber geklickt, was das Boot da wieder gelabert hat. Aber kurz, es hat was gesagt von wegen, ich soll nach Nordwesten fahren. Sagt mir natürlich relativ wenig, weil Nordwesten, das kann verdammt viel sein. Aber wenn ich hier auf die Karte gucke, ist da eine Markierung. Ich habe mal die Hoffnung, dass ich da einfach hin soll. Und da fahren wir jetzt auch mal hin. Hatte ich den Wind schon in die richtige Richtung gestellt? Weiß ich gar nicht mehr. Aber das sehen wir gleich. Oh, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Plopp. Ja, fast. So, also ein bisschen leicht beidrehen und dann sollte das passen. Vor allem wird es mal interessant zu sehen, wo wir jetzt überall vorbeifahren, was hier unterwegs noch so ist. Aber es ist ja doch ein ziemlich weiter Weg. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll, weil ich das Spiel absolut nicht kenne. Also, außer das, was ich jetzt schon gespielt habe. Mir ist auch eingefallen, ich muss nochmal, ich glaube, meinen ersten Part selbst gucken, weil bei Angriffen, da haue ich einfach immer drauf, A-Knopf und fertig. Und naja, vielleicht werde ich die anderen Attacken auch irgendwann mal noch brauchen. So, da kommen wir auf eine Insel zu. Was haben wir denn hier? Felsen. Ah, jetzt sieht es besser aus. Das kann aber nicht das sein, wo wir hinwollen. Dafür wäre der Weg viel zu kurz. Nee, um Gottes Willen. Ist noch ewig weit weg, unser Ziel. Aber hier halten wir kurz an und gucken uns das mal an, was da ist. Moment, ist das so ein Fisch? Ja, halt an, halt an, halt an, Mensch! Ach, das ist sehr gewöhnungsbedürftig hier, dass der Typ so lange braucht zum Anhalten. Außerdem kann der mir doch, glaube ich, Kartenteile geben. Jetzt muss ich nur kurz überlegen, wie mache ich denn das? Ich nehme an, ich muss mir die Tasche hier hochlegen. Oder das? Ah, okay. So, mal gucken, ob das dann nah genug ist. Andere Seite. Naja, auch gut. Er hat's gefunden. Hey, Jungchen. Ich weiß Bescheid über dich. Du hättest die Region hier gerne auf deiner Seekarte eingezeichnet. Dazu noch eine nützliche Information. Was? Dann falte doch erstmal deine Seekarte auf. Naja, gut, zumindest das Kartenteil kriegen wir. Ah, ich wollte gerade sagen, ist ja gar nichts drauf. Und jetzt die Information. Schon mal was vom goldenen Dreifuß gehört. War wohl irgendein Piratenkapitän. Jedenfalls soll ein Schatz hier auf dieser Insel versteckt sein. Aha. Wenn du scharf drauf bist, dann solltest du dich da drin mal aufs Gewissenhafteste umsehen. Und zwar von der Decke bis in die Parkettritzen. Und wenn er es nochmal erzählen soll, will er nochmal Futter. Hey, vergiss es, Alter. Da wollte ich jetzt hin. Segel setzen. Da komme ich wohl nicht hoch. Da gibt es aber bestimmt noch Alternativen. Ah, hier, das sieht gut aus. Upp, hä? Sind wir da eben dagegen gedotzt? Warum springst du eigentlich ins Wasser und nicht an Land? Muss ich noch mal gucken, ob ich das beeinflussen kann. So, hier ist jede Menge Grünzeug. Oh, da ist jede Menge schlechtes Wetter. Okay, ja gut, ein paar Rubine.
Wie viele Rubine kann ich eigentlich maximal mitnehmen? Das war im BOTW einigermaßen gechillt. Okay, ich sehe Rubine. Da ist ja jemand. Ach, nicht schon wieder. So viele Möwen. Ja und? Kann froh sein, wenn sie nicht auf den Kopf kacken. Was soll denn da sein? Na, hoch jetzt. Labert der? Okay, da hinten ist irgendwas. Aber nichts, was wirklich interessant wäre. Und das erste, was ich jetzt mache, ist dieses dämliche Fernglas wieder wegpacken, oder? Ja, obwohl, da könnte es gehen. So, hier soll ich mich umsehen, hat er gesagt. Okay, da sehe ich auf jeden Fall mal Rubine. Ja, und zum Kriechen. Hä? Was sind das für komische Geräusche? Na gut. Hä? Okay. Also ich kann die Fässer offensichtlich nicht mit dem Schwert zerstören. Hä? Habe ich das falsch in Erinnerung, dass das vorhin mal noch ging oder so? Also was heißt vorhin im letzten Part, meine ich. Naja, gucken wir mal. Bäh. So geht's ja auch. Oh! Sehr schön, mein... geh nicht da hoch. Was ist da rüber? Ui. Ungeschickt aber auch. So. Aha, das geht. Was sind das hier für Dinge? Info. Mit Hilfe von Dingsbums in den Ständer einsetzen. Nur ein kleiner Handgriff für dich, aber eine große Freude für die ganze Stadt. Ey, hier steht ein Haus. Und was soll ich da einsetzen? Freiwillige Gesellschaft für Glück und Frohsinn. Das wird das Gleiche sein. So. Was soll ich denn da einsetzen? Kein Plan. Das kann jetzt mit dem Typ da zusammenhängen. Oh, mittlerweile war schönes Wetter. Okay. Wie komme ich denn da oben drauf? Naja, es scheint eine Ferieninsel zu sein. Hier ist... Hier sind Liegestühle, die sehen gechillt aus. Und ein Groggy. Lange nicht mehr gesehen, werter Freund. Wie ist dir ergangen? Ja, war auf See, ne? Ich bin auf diese Insel gekommen, um die Saat des Dekobaums zu säen, aber sie selbst sieht nicht gut aus. Normalerweise schießen die pantopischen Bäume nur so in die Höhe, doch wie du sehen kannst, ist er völlig verdorrt. Ich befürchte, die pantopischen Bäume meiner Freunde sind ebenfalls verdorrt. Ja, wenn du sagst, wird's stimmen. Aus irgendeinem Grund scheinen die pantopischen Bäume aus der diesjährigen Saat nicht zu wachsen, sondern alle zu verdorren. Was sollen wir bloß machen, wenn es nicht gelingt, die Bäume zum Wachsen zu bringen, dann wird der Dekobaum verdorren. Okay. Macht wenig Sinn, aber wenn du es sagst. Wenn ich nur Wasser aus Tantopia hätte, dann könnte ich damit vielleicht diesen Baum hier retten. Das Wasser dort ist nämlich der Quell des Lebens für den Dekobaum.
Ich sollte ihm jetzt Wasser bringen aus Tantopia, wo auch immer das war. Okay, zum Wasser bringen bräuchte ich mit Sicherheit eine Flasche und ich habe eigentlich keine, wo nicht schon voll wäre. Meine Vermutung ist, dass das so eine, ich sag mal einfach Nebenquest ist. Aber da kann ich da eigentlich hoch. Oh, ich habe ein Herz gefunden, toll. Moment. Okay. Die Insel sollten wir uns merken, für den Fall, dass wir mal keine Herzen mehr haben. Was sind das nur wieder? Jetzt regnet es wieder, na toll. So, okay, das ist eindeutig eine Insel zum Erholen. Ferienparadies. Nett. Aber was ich jetzt genau machen soll, weiß ich auch noch nicht. So, hier komme ich leider nicht hoch, glaube ich. Moment, eine Idee hätte ich noch. Was ich mir jetzt gerade zusammenreime, vielleicht muss man die Samen vom Dekubaum, also hinten, das vertrocknete irgendwas, mit dem richtigen Wasser gießen, dann wächst der Baum, dann ist irgendwas dran, was weiß ich, Dekunüsse, und die setze ich da rein, alle sind glücklich. Kann auch totaler Blödsinn sein, was ich jetzt gelabert habe. So, mal gucken, hier können wir doch rauf. Können wir doch rüberspringen? Nee. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich probiere es noch von einem anderen Punkt und dann fahren wir weiter. Weil das hier bringt eigentlich gar nichts. Nee, um Gottes Willen, viel zu weit. Ja, relativ witzlos die Insel hier. Zumindest für den Moment. Man sollte sie sich aber mal merken. Warum laufe ich eigentlich mal außen rum? Der kann doch springen. Halt. Steuerung auf Wasser. Ja, nicht ganz meins. Lerne ich aber noch. So, gucken wir nochmal auf die Karte, weil ich will ja zu diesem. Nur wieder. Da will ich hin. Also ziehen wir ein bisschen schräg hier rüber. So halten wir natürlich voll auf das Ding hier drauf. Uah, da schnell weg. Verfolgt er mich? Ich frage mich gerade, ob diese Möwen was zu bedeuten haben, weil Möwen fliegen normalerweise, wenn sie mitten auf dem Meer sind, ja, eigentlich Richtung Land. Also irgendwann. Vielleicht ist das so ein versteckter Hinweis im Spiel, dass die Richtung stimmt. Würde auch passen. Also fahren wir einfach mal weiter. Wie gesagt, ich spekuliere hier ziemlich viel, weil ich keine Ahnung von dem Spiel habe. Also bitte nicht wundern und einfach mal abwarten, was bei rauskommt. Ich weiß es ja selber nicht. Der Punkt ist, wenn ihr das hier seht, dann bin ich wahrscheinlich schon viel, viel weiter, weil ich momentan ein bisschen vorproduzieren muss. Normalerweise lade ich das an dem Tag hoch, wo ich es aufgenommen habe, aber ich weiß, dass ich in nächster Zeit sehr wenig Zeit haben werde. Deswegen habe ich jetzt schon mal ein bisschen vorproduziert. Und ich gehe davon aus, wenn ich das hier hochlade, dann habe ich wieder ein bisschen Zeit und mach schon die nächsten Parts. So. Wo sind wir denn? Aha, da erst. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass mir jemand erzählt hat, dass in der Originalversion die Leute sich ein bisschen geärgert haben über diese ewig langen Wasserpassagen. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber so wurde mir das mal erzählt. Was ist das denn? Und diese Wasserpassagen gehen mir.
Auch auf den Wecker. Ich glaube. So, da scheinen irgendwelche Sachen zu schwimmen. Da gucken wir mal ganz kurz. Das scheinen Schätze zu sein. Wow. Knapp. Aber das werde ich im Moment noch galant umschiffen. Werde ich im Moment erstmal galant umschiffen, weil ich keine Ahnung habe, was das hier für Kanalien sind. Aber das da vorne könnte durchaus mein Ziel sein. Mal gucken, ob wir da jetzt gerade drauf zuhalten. Ja, sieht so aus. Gut. Das ist auf jeden Fall die Markierung auf der Karte. Das Wetter wird auch nicht gerade besser im Moment. Ich wäre vielleicht schneller, wenn ich jetzt den Wind wieder drehen würde. Aber ich will nicht schon wieder. Fahr ich lieber langsam. Bis ich dann wieder die richtige Melodie hingekriegt habe, bin ich eh dort. Gut, da sieht es auch nach einem Schatz aus. Alter, wie weit fährt der immer noch? Hä? Okay, ich kann mich nicht mehr bewegen. Super. Was ist hier geschehen? Ich Tusk. Aha. Aber was ist hier nur geschehen? Die Insel. Sind wir zu spät? Oh, bin schon an Land. Super. Ich hatte mit dem Schlimmsten gerechnet, aber dies übertrifft gar noch meine kühnsten Befürchtungen. Auf dieser Insel lebte Yabu, der Hüter des Wassers. Aha. Wassertempel? Wasserdungeon? Keine Ahnung. Aber so wie sich die Dinge darstellen, können wir nur mehr bangen. Aber irgendjemand hier kennt mich. Hä? Hier bist du also, ich habe nach dir gesucht. Du suchst doch Yabu, den Hüter, oder? Nur bedauerlicherweise wirst du ihn hier aber nicht finden. Wirklich ein furchtbarer Anblick, alles liegt in den in Trümmern. Das waren sicherlich diese Ungeheuer aus der verwunschenen Bastion. Aber keine Angst, sie hatten es zwar auf Yabu abgesehen, aber er konnte an einem sicheren Ort fliehen, bevor der Angriff auf diese Insel hier begann. Du wirst ganz schön überrascht sein, wenn ich dir sage, wohin er geflohen ist. Auf deine Heimatinsel. Ach, Moment mal, der Typ, das ist doch der Briefträger, oder? Nach Präludien. Aber selbst wenn du nach Präludien fährst, wirst du Yabu nicht treffen können. Die Höhle, in der Yabu sich versteckt hält, wird von einer schweren Steinplatte blockiert. Okay. Ich muss mir mal angewöhnen, nicht gleichzeitig zu lesen und zu sprechen. Sie macht es unmöglich, von außen hineinzugelangen. Nicht einmal die Piraten waren in der Lage dazu. Verzeih mir, Papa. Ganz kurz, mit nicht reden und sprechen meine ich, ich spreche und lese schon den nächsten Satz. Das funktioniert irgendwie nicht. Ich dachte, die Piraten wüssten, wo du dich aufhältst. Also habe ich ihnen leichtsinnigerweise alles erzählt. Mann, bist du blöd. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, aber sie sind sofort nach Präludien aufgebrochen und haben versucht, selber in die Höhle zu gelangen. Letzten Endes war es ihnen aber nicht möglich, die Höhle zu betreten, und so fuhren sie nach Portemonnaie. Was war nun wieder Portemonnaie? Ach, ich erinnere mich, ja. Willst du Yabu treffen, dann solltest du die Piraten in Portemonnaie im Auge behalten. Portemonnaie, da habe ich das Segel bekommen, glaube ich. Irgendwie eine unheimliche Insel. Draußen auf See scheint die Sonne, aber hier hängen diese schwarzen Wolken und es regnet unaufhörlich. Da fällt mir ein. Valo oder wie auch immer, der mich bat, diese Geschichte an dich heranzutragen, sprach davon, dass diese Insel verflucht sei. Du solltest dich hier nicht zu lange aufhalten. Jedenfalls habe ich dir die Sache mit Yabu berichtet. Jetzt haut er ab, wetten.
Okay. Und jetzt? Vor Verzweiflung werfen wir mal ein paar Steine durch die Gegend und überlegen jetzt mal, was können wir machen? Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die ersten mal auf meiner Heimatinsel, die dümmlichen Piraten. Da könnte man natürlich dort mal gucken gehen, ob da noch alles steht. Auf der anderen Seite hat er was gesagt von wegen, wir sollen die Piraten im Auge behalten in, wie hieß das Ding? Portemonnaie. Warum habe ich mich gerade gedreht? So. Hier kann ich auch nicht wirklich viel machen. Ich komme ja hier nirgends hoch. Wobei, da sehe ich einen Höhleneingang. Ein ganzer Rubin. Nicht übertreiben. Jetzt gucken wir mal noch, was das für ominöse Fässer hier sind. Kann ich da drauf? Offenbar nicht. Okay, zurück. Quatsch. Das hier wollte ich doch. Okay, ich sehe auch keine Möglichkeit, hier irgendwo hochzuklettern. Nass. Irgendwo hochzuklettern. Außer vielleicht da drüben. Sieht ein bisschen sehr steil aus. Dann machen wir das jetzt einfach folgendermaßen. Damit ihr euch nicht zu Tode langweilt, wenn, oh, wenn ich hier gleich absaufe. Upsi. War knapp. Ich brauche mehr Ausdauer. Okay, da hinten leuchten wahrscheinlich Rubine. Aber wie komme ich da jeweils hoch? Ich meine, hier ist ja auch ein Ausgang, aber bringt nichts. Komm nicht hin. Damit ihr euch nicht zu Tode langweilt, wenn ich hier rumlaufe, cutte ich hier kurz, gucke mich noch ein bisschen um und wenn da nichts ist, dann fahre ich einfach weiter und überlege mir dann noch, ob ich zuerst nach Hause fahre oder nach Portemonnaie. Das seht ihr dann gleich. Und hier bin ich im Moment schon wieder. Kaum komme ich an mein Boot, fängt das wieder an zu labern. Und zwar, zuerst hat es gesagt, Jabu hat irgendwie das Ganze vorausgesehen, bla bla bla. So, seine Weisheit und sein Gespür, die er im Laufe seines langen Lebens entwickelt hat, haben ihn also Ganons Übergriff voraussehen lassen. Höre auf die Worte eines Mannes vom Volke der Orni. Die Piraten wissen etwas über die Höhle, die dem großen Jabu als Unterschlupf dient. Jabu, das könnte auch aus Star Wars sein. Du solltest zuerst nach Portemonnaie fahren. Okay. Ich sollte zuerst nach Portemonnaie fahren. Das, Portemonnaie. Das wird mit dieser Windrichtung, glaube ich, nicht funktionieren. Welches war Portemonnaie? Das hier. Das heißt, ich brauchte eine andere Windrichtung. Oh Gott. Auf Anhieb. So, wenn ich das hier richtig sehe. Oh Gott. Dann müsste die Windrichtung auf jeden Fall besser sein. Ach, ich stehe ja nicht. Ah, Moment. Ich stehe in eine ganz andere Richtung. Na egal. Das probieren wir aber gleich nochmal, aber zuerst von.
Ich dachte eben, an dem Felsen da geht was hoch und deswegen bin ich hier rüber gefahren. Das sieht schon mal wieder interessant aus. Insofern kann Portemonnaie noch ein Momentchen warten. Ich will jetzt wissen, was hier oben gibt. Da hinten gibt es Rubine, aber... Ah, nee, das ist zu billig. Können wir uns noch herbauen, noch holen. Auf der anderen Seite haben wir genug. Schon wieder einer mit verdorrtem Unkraut. Na super. Der Baum ist verdorrt. Ja, das dachte ich mir. Moment mal. Ich hatte doch vorhin so eine Höhle gesehen. Und da war ich da unten. Mist, wo waren die? Ich sehe es nicht richtig. Ein Stück rüber gehe vielleicht. Weil die war doch da oben. Terry. Der fährt doch überall rum, ey. Ist das jetzt eine Verarsche oder war da diese Höhle? Erstmal noch gucken. Da oben ist ein irgendwas. Aber wie soll man auf den steilen Felsen kommen? Das war doch das, wo ich vorhin hingeschwommen bin. Da kommt man auch nicht wirklich hoch. Da könnte ich rüber segeln, da kriege ich ein paar Rubine. So, da hinten ist ein alberner Felsen im Wasser. Nee, das machen wir ganz einfach. Ich versuche jetzt. Ich versuche jetzt mal darüber zu schweben. Dafür sollte ich allerdings die Windrichtung schon wieder korrigieren. Ich hasse es. Ich wollte es nur erwähnt haben, falls ihr da noch irgendwelche Zweifel dran hattet. Also ich brauche Wind aus Südosten. Schon wieder auf Anhieb. So, ich brauche Wind aus Südosten, habe ich gesagt, also so rum. Wie ging das noch mit dem Ding? Hä? Ach, richtig. Ist nicht BOTW. Gott sei Dank war die Ausdauer voll. Ey, wenn das nicht reicht, klatsche ich voll ins Wasser. Geil. Problem? Wie komme ich an mein Schiff zurück? Herzteil. Geile Nummer. Das habe ich gebraucht. So, jetzt habe ich das Problem, mein Schiff ist ganz da drüben. Kann ich so weit überhaupt schwimmen? Oh oh. Das ist jetzt natürlich umgekehrt wieder ein Problem. Gut, wenn ich es schaffe, wieder zu springen, möglichst weit zu fliegen, dann muss ich aber was? Die Windrichtung drehen. Nicht schon wieder. Aber so langsam wird's. So, dann drehen wir die Windrichtung genau andersrum. Dann müsste ich doch. Ganz toll. Das war jetzt ein völliger Griff ins Klo, weil ich habe zwar den Knopf gedrückt, aber passiert ist nichts. Okay,
wieder rauf, Mensch. So. Ich hätte auch direkt ins Boot schwimmen können, logischerweise. Problem, das kriege ich oft genug einfach nicht hin. Und bevor ich hier jetzt absauf, blamier ich mich lieber dahingehend, dass ich erst an Land gehe. So, was kommt jetzt? Windrichtung drehen. Ich glaube, in die Richtung wollte ich, oder? Nochmal auf die Karte gucken. Wo will ich eigentlich hin? Portemonnaie, glaube ich. Portemonnaie. Das müsste passen. So, dann drehen wir hier mal bei. Aber instinktiv genau das Richtige angesteuert. Na, ich habe mir auch ein paar Minuten Gedanken gemacht. Warum beunruhigt mich diese Musik? Ah, vielleicht noch ein bisschen nach links ziehen. Gut. Es ist wirklich verstörend. Da kommt immer irgendeine Melodie, du erwartest irgendwas Bösartiges und dann kommt nichts. Also wir werden jetzt auf jeden Fall mal noch durchfahren bis Portemonnaie und mal gucken, was das da vorne wieder für ein Ding ist mitten im Wasser. Oder ob das schon Portemonnaie ist. Hatte Portemonnaie einen hohen Turm? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, so sah das nicht aus. Das sieht nicht aus wie ein normaler Fisch. Alter, hier gibt's Haie. Au! Der hat mich gerammt. Ich glaube, ich bin. Hey, Alter, ab an Land. Aha, Briefkasten, wo was drin ist. Aha, wir sind gar nicht so weit weg. Da gucken wir mal noch rein. Guten Abend, ja. Was, Ihr erster Brief? Wieso mein erster Brief? Stimmt doch gar nicht, hat doch schon einen. Auf dass du heil zurückkommst, Vater Orca. Okay, 20 Rubine, die nehmen wir mal mit, ungeprüft. Okay, da war nichts drunter. Worauf ich jetzt nicht geachtet habe, ist, ob mir dieser blöde Hai wieder von meiner, wie heißt das, magischen Energie oder so abgezogen hat. Also von dem grünen Balken da. Was zum Geier ist denn das? Und hepp, puh, ist das schwer. Ich vertraue dir jetzt mal was an. Die haben in Wirklichkeit noch einen Bruder. Es wäre herrlich, wenn der das hier anstelle meiner drehen könnte. Wer ist die? Okay. Also sie drehen hier das Ding und haben keinen Bock drauf. Ah, Moment mal. Du bist doch der, der die Tingelflasche benutzt, oder? Oh. Nein, schon in Ordnung. Wenn du sie nicht benutzt, sicherlich hast du deine Gründe. Zerbrich dir bitte nicht den Kopf darüber. Nein, wirklich. Ist allerdings sehr praktisch, die Tingelflasche, aber schon okay, bloß keine Umstände. Hauruck. Und hepp. Tingelflasche, habe ich die? Ich dachte, nein. Ich habe noch keine Tingelflaschen gefunden. Suche an Stränden und im Meer nach ihnen. Okay.
Kannst du mir eine geben? Du bist doch Tingel. Herr Fee, ich hab dich vermisst. Was wollen wir spielen? Hä? Bring das nächste Mal eine verschlüsselte Karte mit. Ich zerbreche mir ja so gern den Kopf über so etwas. Ich hoffe, du besuchst unseren Tingelturm bald mal wieder. Er dreht sich durch den Einsatz von ganz toller Magie. Das sieht aber ehrlich gesagt jetzt nicht so aus. Das war jetzt gerade so ein bisschen ungeschickt. Egal. Ich lebe ja noch. Aber was soll dieser Turm? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Wir fahren jetzt auf jeden Fall weiter nach Portemonnaie. Segel setzen und in die Windrichtung und dann passt die Kiste. Oh, nicht schon wieder so ein blöder Hai. Alter! Der zieht mir Herzen ab! Mistvieh. Welche Richtung dreht er? Dann schwimmt er einfach nur vor mir her. Was soll das? Okay, ich muss ein bisschen nach links. War nicht weiter schlimm. Im Prinzip schwimmt er einfach den Weg vor mir her. Das kann er gerne machen, aber möglichst ohne mich zu rammen. Mistfisch. Da vorne links, das scheint Portemonnaie zu sein. So von der Lage her, von der Richtung her müsste das passen. Aber warum muss hier so mieses Wetter sein? Bah! Moment. Rammt er mich, wenn ich nicht hinter ihm her schwimme? Kann das wirklich sein? Das müssen wir irgendwann noch mal genauer ausprobieren. Aber als ich direkt hinter dem war, war alles okay. Sobald ich die Richtung geändert habe, hat er mich gerammt. Genau wie dieser Orni gesagt hat, liegt das Piratenschiff an einem Platz vor Anker, an dem es nicht gleich jeder sieht. Echt? Ich habe zwar keine Ahnung, wonach sie suchen, aber wenn es sich um einen Schatz oder etwas Ähnliches handelt und die Vermutung liegt in ihrem Beruf ja durchaus auf der Hand, dann werden sie dir ohnehin keine vernünftige Antwort geben, wenn du sie danach fragst. Kommt drauf an, mit dem Knüppel vielleicht. Versuche irgendwie herauszufinden, was sie vorhaben, und zwar ohne, dass sie davon etwas mitbekommen. Ah ja, belauschen. Gut, dann sind wir wieder in Portemonnaie. Der Part ist mit Sicherheit lang genug und das heißt für mich, ich beende an der Stelle. Im nächsten Part geht's weiter. Und ihr wisst, ihr dürft gerne meinen Kanal abonnieren, meine Videos kommentieren. Ihr solltet die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und ansonsten genießt ihr euer Leben und hofft, dass das nächste Mal die Sonne scheint. Das sieht übel aus. Und außerdem sieht auch dieser Mond da nicht so toll aus. Moment mal. So kann ich doch, glaube ich, ganz gut nach oben gucken. Ja. Hui. Aber ich komme nicht dran. Okay, macht's gut.